Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Tutorial. Heute sehen wir uns einmal an, wie man dieses elektrische Netzwerk bestehend aus Widerständen, einer Spannungsquelle und einer Stromquelle so vereinfachen kann, dass man zum Schluss nur noch eine reale Spannungsquelle vorliegen hat. Gefragt ist dann, wie groß ist der Strom I gesamt durch den Innenwiderstand RI? Ja, wie gehen wir dabei vor? Zunächst einmal sehen wir uns diese Widerstände an. Da liegt ja nahe, die erstmal so zusammenzufassen, dass man nur noch einen Widerstand hat. Hier, diese beiden Widerstände liegen in Serie. 10 Ohm plus 10 Ohm können wir natürlich zusammenfassen zu 20 Ohm. Diese liegen jetzt parallel zu 10 Ohm und wiederum parallel zu 10 Ohm. Es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt daraus einen Gesamtwiderstand zu bilden. Der eine ist der immer funktioniert, wenn man drei Widerstände parallel vorliegen hat. 1 durch R gesamt dividiert durch 1 durch 20 Ohm plus 1 durch 10 Ohm plus 1 durch 10 Ohm gibt dann hier einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm. Man hätte das auch anders machen können, und zwar wir haben ja hier 10 Ohm parallel 10 Ohm. Wenn man zwei gleiche Widerstände parallel vorliegen hat, dann gibt es immer einen Gesamtwiderstand, der genau halb so groß ist wie einer der beiden beteiligten Widerstände. Hätte also hier 10 Ohm parallel 10 Ohm, hätte also 5 Ohm gegeben, und die parallel zu 20 Ohm hätte man ausrechnen können mit 5 Ohm mal 20 Ohm dividiert durch 5 plus 20 Ohm, also 100 dividiert durch 25 gibt also natürlich auch 4 Ohm. Wir können dann also hier unser Netzwerk nochmal hinzeichnen. Hier ist unser Widerstand 4 Ohm. Dann gucken wir einmal hier hin, ob wir das weiter vereinfachen können. Diese Knoten hier liegen alle elektrisch auf dem gleichen Potential. Warum ist das so? Einfach weil sich dazwischen kein elektrisches Bauteil befindet. Das heißt, wenn der Strom jetzt hier ankommt, dann geht er einfach hier durch, sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. Er geht also nicht hier oben durch den Widerstand durch. Warum sollte er das tun? Deswegen können wir also sagen, dieser Widerstand, den können wir einfach auch aus der Schaltung rausschmeißen, weil der Strom sieht diesen Widerstand nicht. Er fließt da nicht hindurch. Deswegen können wir also diese drei Knoten zusammenfassen zu einem einzigen Knoten, und dann vereinfacht sich unser Netzwerk dahingehend. Dann haben wir hier 4 Ohm in Reihe mit 10 Ohm. Der Strom, der fließt hier durch, und ob jetzt der eine Widerstand da oben liegt und der andere da unten, das ist egal. Die können wir also beide zusammenfassen. Wir zählen sie zusammen und erhalten dann 14 Ohm. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite noch unsere reale Stromquelle. Die besteht aus der idealen Stromquelle an sich, und parallel dazu liegt ihr Innenwiderstand. In diesem Fall ist das 10 Ohm. Jetzt wollen wir diese Stromquelle umwandeln in eine Spannungsquelle. Warum tun wir das? Weil wir dann hier eine Spannungsquelle in Reihe liegen haben mit dieser Spannungsquelle. Und dann können wir die einfach addieren oder subtrahieren, je nachdem, wie die Spannungspfeile liegen. Wer mehr darüber wissen möchte, wie man Stromquellen in Spannungsquellen umwandelt oder Spannungsquellen in Stromquellen, schaut doch mal auf meinem Udemy Online-Kurs vorbei. Der Link dazu befindet sich unten in der Infobox. Da würde ich mich also sehr freuen, wenn ich euch da wiedersehen würde. Dort gibt es auch viele Beispiele mit Hausaufgaben, mit ganz detaillierten Musterlösungswegen zu dem Thema Ersatzspannungsquelle bilden, Ersatzstromquelle bilden, einfach Handhaben von Quellen innerhalb von elektrischen Netzwerken. Jetzt schauen wir uns nochmal hier unsere Stromquelle an. Die möchten wir umwandeln in eine Spannungsquelle. Und das machen wir mit dem Zusammenhang U0 gleich RI mal I0. Was heißt das? RI heißt, dass der Innenwiderstand unserer neuen Spannungsquelle wird genauso groß sein wie der Innenwiderstand von der Stromquelle, halt nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass jetzt dieser Widerstand hier in Reihe liegt. Und das U0, also die Spannung der neuen Spannungsquelle, die wir gebildet haben, ist also das Produkt aus RI und dem Strom der ehemaligen Stromquelle. Wichtig ist dabei hier die Pfeilrichtungen. Wenn wir nochmal hier zurückschauen in unsere Stromquelle, da kommt ja der Pfeil hier oben aus der Stromquelle heraus. Und wenn wir jetzt dieses hier in die Spannungsquelle umwandeln, dann kehrt sich die Pfeilrichtung um für den Spannungspfeil. Wir haben also hier die Spannung unserer neuen Spannungsquelle. Wir benennen die jetzt mal hier UB. Die ist 5 Volt. Warum ist die 5 Volt? Weil einfach U0
Also U0 ist die allgemeine Bezeichnung. Hier in dem Beispiel ist das jetzt UB, ist also RI mal I0, in diesem Fall 10 Ohm mal 0,5 Ampere gibt 5 Volt. Wichtig ist also hierbei, dass der Spannungspfeil nach unten weist, während vorher bei der Stromquelle der Strom oben rauskam. Das ist unsere Pfeilkonvention, die wir natürlich auch hier beibehalten werden. So, jetzt sind wir schon fast am Ziel. Jetzt haben wir hier oben zwei Widerstände, die können wir einfach zusammenzählen, additiv zusammenfassen, da sie in Serie liegen. 14 und 10 Ohm gibt 24 Ohm. Und dann gehen wir hin im finalen Schritt und fassen jetzt diese Spannungsquelle mit dieser Spannungsquelle zusammen. Wichtig sind jetzt hier immer die Pfeile. Wir halten uns vielleicht geistig an die Vorstellung, dass die Spannungsquelle, die wir zum Schluss haben, einen Pfeil besitzt, der nach unten weist. Gucken wir also hier hin, unser UA ist 10 Volt und dieses hier ist zwar jetzt in der Darstellung hier hinten, weist der Pfeil auch nach unten, aber wenn wir den jetzt mal so geistig gedanklich hier auf die linke Seite rüberschieben, dann sieht man, dass UB dem UA entgegenwirkt. Wir müssen also UB von UA abziehen, wir müssen es subtrahieren. Wir haben also dann 10 Volt minus 5 Volt, das heißt, unsere endgültige Spannungsquelle hat eine Spannung von 5 Volt. Damit haben wir jetzt diese reale Spannungsquelle vorliegen. Hier ist unser UQ mit 5 Volt, Pfeilzeichen nach unten, ganz wichtig. Hier ist unser einziger Widerstand 24 Ohm, also praktisch der Innenwiderstand dieser realen Spannungsquelle. Und da geht jetzt der Strom hier oben raus. Und das ist unser E-Gesamt. Das war in dieser Aufgabe gefragt. Das machen wir einfach mit U gleich M mal I, Ohmsches Gesetz, stellen um nach E-Gesamt, ist dann in diesem Fall U-Quelle dividiert durch unseren Widerstand R, also 5 Volt durch 24 Ohm, gibt 0,208 Ampere. Damit ist jetzt diese Aufgabe vollständig gelöst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns einmal später wieder bei einem anderen Tutorial. Und tschüss!